Hallo, mein Name ist Matthias Nördemann, so sehe ich aus. Und ich bin Chefarzt der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der München Klinik hier in Harlaching. Es gibt Patienten, die momentan berichten, dass sie vermehrt unter Symptomatik leiden. Bei den Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, zeigt die Studienlage eigentlich, dass die Belastung, anders als man es erwarten würde, gar nicht zwingend zugenommen hat, sondern eher stabil bleibt. Das, was man häufig merkt, ist, dass in der Allgemeinbevölkerung, bei Menschen, die keine seelische Erkrankung haben, vermehrt Reizbarkeit, Ärgerlichkeit, eine Dünnhäutigkeit und eine Genervtheit auftritt, die zum Teil, finde ich, auch für die Situation einfach angemessen ist und der ich aber keinen Störungswert oder Krankheitswert geben würde. Wir haben uns am Anfang wirklich Sorgen gemacht, wie wohl unsere Patienten damit umgehen, dass wir hier schon deutliche Einschränkungen haben, dass wir hier diese Mund-Nasenschutze durchgängig und mittlerweile tragen, dass wir auf die Abstände achten und dass viele Dinge nicht so funktionieren wie davor. Und unsere Erfahrung ist, es ging deutlich besser, als wir das gedacht haben. Also auch da haben wir das Gefühl, dass es eine große Bereitschaft gibt und dass wir trotzdem mit den Patienten gute und relevante Therapien machen können. Und wenn man sich an die Einschränkungen, die sind, wenn die klar sind und wenn man weiß, woran man sich verhält, gibt es viel Raum auch, wo man nebendran auch viele andere Dinge tun kann und miteinander in guten Kontakt sein kann. Wahrscheinlich ein schwacher Trost, aber trotzdem ein kleiner Trost ist es, dass in der Situation keiner was falsch gemacht hat. Man würde ja gerne, wenn man könnte, und es liegt nicht an Nachlässigkeit, sondern an der Situation, dass man nicht die Möglichkeit hat, sich so sehen, wie man es vielleicht sonst gerne hätte. Ich glaube, es gibt meistens oder fast immer die Möglichkeit, auch auf den Stationen, auch auf den Intensivstationen, vielleicht den Patienten ein Foto ans Bett stellen zu lassen, sodass die ihre Angehörigen zumindest auf dem Bild sehen können. Und ich finde es vielleicht auch ein ganz schönes Ritual, die Angehörigen bei sich zu Hause sein zu lassen, vielleicht ein Foto aufzustellen, sodass man bewusst an die Menschen denken kann, die einem wichtig sind. Vielleicht helfen ja Gedanken auch ein bisschen und vielleicht kann man es auch ein bisschen spüren, dass es da eine Verbundenheit gibt, in der Situation trotzdem zusammenzustehen. Ich finde, man kann Corona weniger Macht und Raum geben, wenn man ein Stück weit die Dinge einfach annimmt, die man momentan nicht ändern kann und aufhört, sich dagegen aufzulehnen, wie es viele tun und sagen, es gibt bestimmte Sachen, die muss ich tun und die tue ich einfach. Das hilft einem auch, in solchen Situationen nicht so viel Kraft dagegen aufzubringen. Es gibt so einen Faktor aus der Sozialpsychologie, dass das Verhalten anderer Menschen in Situationen, in denen ich nicht genau weiß, wie ich umgehen soll, mein eigenes Verhalten bahnt. Also da ist das, was die anderen tun, für mich sozusagen eine Richtung, wie ich es vielleicht auch tue. Deswegen sehe ich es ganz schön bedenklich, dass oft so viel Raum gegeben wird in der Mediendarstellung auf all die Leute, die sich nicht an Regeln halten. Weil ich finde, auch das hat ja irgendwie so eine Sogwirkung und letztendlich gibt es viel mehr Leute, die halten sich daran. Das ist einigermaßen abgedroschen, aber das Schriftzeichen im Chinesischen für Chance und für Krise ist das Gleiche. Und vielleicht kann man diese Zeit auch einfach mal nutzen. Vielleicht könnt ihr euch mal überlegen, wie ist es denn jetzt, wenn Weihnachten mal ohne Kommerz ist, wenn ich nicht rechtzeitig meine Geschenke zusammengekriegt habe oder wenn ich keine Lust habe, mit einem ganzen DIN A4-Block von ausgedruckten Gutscheinen zu kommen und mal schauen, was heißt denn Weihnachten eigentlich für mich? Was heißt dieses Familienfest eigentlich für mich, wenn diese ganzen Dinge außenrum wirklich mal wegfallen? Vielleicht kann man es auch nutzen, um in der besinnlichen Zeit ein bisschen zur Besinnung zu kommen und mal zu schauen, wie geht es mir, wenn ich nicht alles für selbstverständlich nehme. Ich wünsche uns allen, dass wir nächstes Jahr hoffentlich wieder in der Situation sind, wo wir uns darüber ärgern können, dass wir zu viel Glühwein trinken müssen. Vielleicht wird es noch mal wertvoller, weil wir es dieses Jahr nicht gehabt haben.